Das war der Berichterstatter und nun ist Michael Ramel von der FPÖ Oberösterreich am Wort. Geschätzter Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Saal, vor allem aber zu Hause auf ORF3. Wir haben hier zwei Materien zu behandeln, die ich kurz getrennt behandeln möchte. Zum einen geht es bei der Änderung der Strafprozessordnung um einige kleinere Anpassungen. Im Wesentlichen geht es darum, dass die sogenannte Grundzeugenregelung mit 31. Dezember diesen Jahres ausläuft. Und es ist daher notwendig, eine Entscheidung zu treffen, wie man hier weitermacht. Wir Freiheitliche halten dazu fest, dass die Grundzeugenregelung grundsätzlich ein richtiges und ein wichtiges Instrument ist, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung. Und wenn wir uns den gestrigen Tag vor Augen halten, dann können wir nur hoffen, dass die Grundzeugenregelung, wenn es irgendwie möglich ist, auch terroristische künftige Anschläge hintanhält, wenn man Menschen dazu bewegen kann, wieder auf den rechten Weg zurückzukommen. Hier ist natürlich auch der Grundgedanke der Grundzeugenregelung vernünftig, nämlich, dass die Grundzeugenregelung kein Freibrief ist, sondern es ist wichtig, dass der Aufklärungsbeitrag die Schwere der eigenen Tat überschreiten muss und dass der Grundzeuge auch von sich aktiv an die Staatsanwaltschaft herantreten muss. Sinnvoll ist aus unserer Sicht auch die gewählte Befristung auf 5 Jahre. Wir halten das deshalb für sinnvoll, weil es bisher nicht möglich war, die derzeitige Grundzeugenregelung wirklich ordentlich zu prüfen, weil es einfach sehr, sehr wenige Fälle dieser Grundzeugenregelung gegeben hat. Ein Beispiel: Im Sprengel des Oberlandesgerichts Graz gab es etwa keinen einzigen Fall seit der Einführung. Beim zweiten Tagesordnungspunkt sehen wir die Sache schon etwas kritischer. Es geht ja hier um eine Vereinbarung zwischen dem Bund und zwischen den Ländern über die Abgeltung von Kosten der Krankenversorgung von Häftlingen. Ein sehr heikles Thema. Das ist für uns schon insgesamt eine sehr, sehr eigenartige Situation. Das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Häftlinge sind nicht krankenversichert und werden daher aktuell wie Privatpatienten mit dem höchsten Satz in unseren Spitälern behandelt. Sie werden daher, wir kennen das österreichische System, tendenziell besser behandelt, bekommen wahrscheinlich auch leichter Termine. Eine Zahl auch hierzu: Was kostet denn das Ganze? Ein Tag einer ärztlichen Behandlung eines Häftlings im Wiener AKH kostet nach diesem höchsten Satz stolze 1127 Euro. Das kostet das den Steuerzahler. Und dieses Thema wurde doch auch schon vom Rechnungshof seit Jahren kritisiert, weil eben diese Situation unbefriedigend ist. Und die Forderung des Rechnungshofs ist es, die Häftlinge in eine gesetzliche Krankenversicherung einzubringen. Das hat der Rechnungshof ganz klar gefordert und das ist auch offenbar im aktuellen Regierungsprogramm so vorgesehen. Warum ist das so? Nun, ich kann mir das nur so vorstellen, weil es eben eine unbefriedigende Situation ist. Stellen wir uns vor, auf der einen Seite haben wir Häftlinge, die werden wie Privatpatienten behandelt. Und auf der anderen Seite wird der kleine Justizwachbeamte, und ich war letzte Woche in meiner Heimatstadt Linz in der Justizvollzugsanstalt, das sind fleißige Beamte unter wirklich schwierigen Umständen, die hier arbeiten. Und diese Justizwachbeamte werden nicht automatisch wie erste Klasse Patienten behandelt. Hier geht es um Justizwachebeamte, die täglich einen wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft leisten und die Häftlinge letztendlich auch betreuen. Dieser Zustand ist für uns Freiheitliche wirklich unerträglich und wir werden daher auch gegen diese Vereinbarung zwischen dem Bund und zwischen den Ländern stimmen. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass zu lange gewartet worden ist. Wir sprechen immer von einer Regelung, die getroffen werden muss, aber es passiert offenbar nichts. Wir treten dafür ein, dass Häftlinge sofort und schnellstmöglich in eine gesetzliche Krankenversicherung eingegliedert werden. Im Ausschuss haben wir dazu auch schon vom leitenden Staatsanwalt, der uns dankenswerterweise Auskünfte erteilt hat, gehört, dass erstens ja diese 15a-Vereinbarung natürlich nur eine Zwischenlösung sein kann, dass eine Gleichstellung zur GKK erstrebenswert ist und natürlich zum Dritten,
dass dafür wieder Gespräche mit den Ländern notwendig sind. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzter Herr Bundesminister, die Bundesregierung, die sich das vornimmt, ist bereits seit 3 Jahren im Amt. Das ist schon eine Zeit lang. Und die Parteien Rot und Schwarz sind seit Jahrzehnten in jeder Bundesregierung vertreten. Hier wäre wirklich schon genug Zeit gewesen. Ja, Rot und Schwarz sind noch, kann man sagen, noch in allen 9 Bundesländern führend vertreten. Da fragt man sich schon, warum ist hier so lange nichts passiert? Jetzt könnte man natürlich sagen, gut Ding braucht Weile, aber eine ständige Vertröstung kann doch wohl wirklich nichts des Rätsels Lösung sein. In diesem Zusammenhang auch noch eine kurze Bemerkung, noch einmal zurückgehend zum ersten Tagesordnungspunkt, zum Thema Bürokratieabbau. Jeder spricht in diesem Haus immer von Vereinfachung, von Effizienz, von Transparenz. Nun müssen wir uns aber vor Augen halten, dass die Strafprozessordnung alleine im letzten Jahr 3 Reformen dann, also in einem Jahr 3 Reformen erlebt hat. Der Paragraph 59 der StPO etwa wurde mit 1. Jänner 2016 geändert, dann wiederum mit 1. November 2016 und nun sollen wir ihn mit 1. Jänner 2017 wieder novellieren. Bitte seien wir uns doch einmal ehrlich, das versteht doch draußen kein Mensch mehr, dass man in einem einzigen Jahr 3 Novellen machen muss zu ein und derselben Bestimmung. Da blickt keiner mehr durch. Da verwundert es auch wirklich nicht, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Und da sollten sich die sogenannten selbsternannten staatstragenden Parteien wirklich einmal fragen, ob das denn staatstragend ist, wenn man immer wieder etwas nachbessern muss. Für uns gibt es dennoch zu Punkt 1, weil wir inhaltlich damit einverstanden sind, eine Zustimmung. Und zum Punkt 2, den lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Vielen Dank. Michael Rammel von der FPÖ Oberösterreich betont die Wichtigkeit der Kronzeugenregelung im Zusammenhang mit Korruptionsbekämpfung. Sie dürfe aber kein Freibrief sein. Der Beitrag eines Kronzeugen zur Aufklärung einer Straftat müsse daher immer die Schwere seiner eigenen Tat überwiegen.